Also wie gesagt, es freut mich, dass ihr alle durchgehalten habt und ich habe eine frohe Botschaft für euch. Als erstes will ich allen meinen Gruß von der Maria Scholz aus internationalen Gewässern in der Donau bei Hamburg für euch überbringen. Also es steht die Reise an, in der nächsten Woche, also in dieser Woche, bringen wir das Boot nach Wien auf die Donauinsel. Und wir haben damit demonstriert, dass die Donau internationales Gewässer ist, freies Land, Friedensland, Freiheitsland, Lebensraum. Ja? Und wir werden anlanden am Montag, nächsten Montag auf der Donauinsel und ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir werden dort ein großes Friedensfest feiern und zwar das Geburtstagsfest der Donaukommission. 66 Jahre Donaukommission, 66 Jahre Donau international freier Verkehrsweg. Ja? Und ihr seid alle herzlich eingeladen und zu diesem Zwecke werden wir aufrufen und einberufen den Wiener Weltfriedenskongress auf der Donauinsel, Sammelpunkt Donauinsel, internationaler Sammelpunkt für alle Friedensbewegten, für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Politik versagt leider, so müssen wir die Sache des Friedens selbst in die Hand nehmen. Und wir laden ein, alle Völker der Welt, alle Nationen der Welt, dass sie mit ihren Schiffen und ihren Flößen unter ihrer Flagge zu uns kommen, auf die Donau im Transit, dann sind sie im internationalen Gewässer und wir errichten ein internationales Dorf, eine internationale Stadt, eine internationale Friedenszone in der Donau. Und wir werden in der Donau alle Völker, alle Nationen zusammenbringen und ein Gesprächsforum bilden und wir werden Lösungen für alle Konflikte dort erarbeiten und die internationale Friedensflotte soll sich dort sammeln und wir werden eine Verfassung ausarbeiten, eine internationale Friedensverfassung für die ganze Welt und wir werden auch unsere deutschen Freunde einladen, dass Deutschland endlich hier aus der Donau, aus dem internationalen Gewässer den Frieden macht mit den 54 Ländern, mit denen Deutschland immer noch im Kriegszustand oder im Waffenstillstandzustand ist. Und auch die deutsche Verfassung soll ausgearbeitet werden hier bei dieser Friedenskonferenz, bei diesem internationalen Weltfriedenskongress. Ja? Auf der Donau, gegenüber der Donau-City, also der UNO-City, im Angesicht der UNO, werden wir auf der Donau diese internationale Friedenskonferenz durchführen und der Sammelpunkt ist die Donauinsel. Ja? Und wir werden das auch anmelden als Demonstration, Kunstaktion und wir werden Friedensaktionen dort durchführen und die Friedensflotte, die sich hier sammelt, wird dann gemeinschaftlich in die Ukraine ziehen und die Friedensbotschaft bringen und bis zur Krim und weiter nach Palästina ins Heilige Land und überall hin, wo Konflikte sind und wir werden diese Friedensbotschaft bringen und wir werden in den Konflikträumen im internationalen Gewässer Friedenszonen aufbauen und künstliche Inseln erzeugen. Es gibt schon Systeme, wie das sehr einfach mit Recyclingmaterial gemacht werden kann. Und wir werden diesen Raum schaffen für alle, die flüchten müssen, weil ihr Leben bedroht ist, sodass sie nicht irgendwo hingehen müssen, sondern dass sie in der Nähe ihrer Heimat kämpfen können oder sich einsetzen können für eine neue friedliche Welt und dann auch wieder zurückgehen können in ihre Heimat. Ja, das ist geplant und das machen wir hier von Wien. Wir haben hier in Wien schon einmal einen internationalen, also den Wiener Kongress gehabt und wir machen jetzt den Wiener Weltfriedenskongress und alle sind sehr herzlich eingeladen und jeder kann seinen Beitrag leisten und wir werden das künstlerisch begleiten und wir werden Woodstock im internationalen Gewässer auf der Donau wiederholen. Und auf der Donauinsel, das ist unser Sammelraum, unser internationaler Sammelraum. Und alle sind eingeladen, alle friedensbewegten Menschen, alle Organisationen, alle friedenswilligen Organismen sind eingeladen, ihren Beitrag zu leisten. Und wir vertrauen besonders auf unsere deutschen Freunde, besonders die Hamburger, weil wir wissen, dass sie über Schiffe verfügen. Ja? Die kennen den Schwer schon, weil sie ja am Meer leben und sie sind sehr potent in der Beziehung und sie sollen kommen. Sie sind herzlich eingeladen, über den Rhein-Main-Donau-Kanal da herunterzukommen und das neue, freie, ideale Deutschland zu gründen und Deutschland zu befreien, damit Deutschland nicht in den Krieg gehetzt wird
von den amerikanischen oder westalliierten Besatzern. Ja? Das ist das Ziel. Ich danke euch und ist das alle eingeladen, also am Montag auf die Donauinsel und nachher können wir eine Delegation da her schicken oder wir übertragen das Ganze daher. Wir werden das verbinden und es wird ein permanenter Friedensraum und wir werden alle Probleme der Welt gemeinsam mit unserer Schwarmintelligenz lösen und wir werden ein Forum bilden für alle friedensbewegten Kräfte und wir werden alle zusammenbringen, alle Kriegsparteien und wir werden Lösungen finden und wir werden die Politik zwingen, diese Lösungen auch umzusetzen. Und wenn sie das nicht machen wollen, dann werden wir ihnen irgendeinen Platz zuweisen und da können sie ihr Spielchen spielen, aber mit uns nicht mehr. Danke. Schieferhol. Es lebe die freie Donau. Es lebe die Donauwelle, die Donaufriedenswelle, die Donau-Weltfriedensallianz. Danke. Am Montag wird die Maria Stolz landen auf der Donauinsel. Wir werden euch das noch genau bekannt geben. Wir wissen noch nicht genau wo. Wir werden uns einen gescheiten Platz aussuchen, wo wir das alles durchführen können. Und alle Initiativen sind eingeladen, dort sich zu präsentieren. Tauschkreise, Volksküche, Meditationsräume, Friedensräume. Das wird alles eingerichtet und es passiert das, was wir zusammenbringen. Jeder bringt seinen Beitrag, wir machen das Geld los und wir werden uns da versorgen und das soll praktisch durchgehen, rund um die Uhr, ab jetzt, aber besonders ab Montag, ja, auf der Donauinsel hier in Wien. Danke. Ja.